Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ja, wir wollen heute zusammen nochmal eine Mitteilung zusammen schreiben. Das heißt auch eine Mitteilung verfassen, wie es im Deutschtest für Zuwanderer, ne, BTZ, benötigt wird. Und ihr wisst ja, ihr habt 30 Minuten dafür Zeit. Und diese Mitteilung kann ja entweder halbformell sein oder formell. Das habt ihr sicherlich auch im Unterricht schon mal gesehen oder besprochen natürlich. Und ich möchte mal ganz schnell zusammenfassen, was bedeutet das, wo ist der Unterschied, aber vor allem, wo ist die Gemeinsamkeit. Denn das Wichtige ist zu wissen, alles, egal ob jetzt diese Mitteilung im formellen Schreibstil verfasst wird oder im halbformellen Stil geschrieben wird, beide Mitteilungen, beide Briefe oder E-Mails sind in der Sie-Form geschrieben. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Also Sie wie Ihnen und Ihre und ja, Sie natürlich. Diese Anredepronomen kommen also in diesem Brief dann vor, in dieser Mitteilung. Okay, machen wir mal ganz kurz nochmal, das habt ihr auch sicherlich in anderen Büchern, könnt ihr das nachlesen. Sehr geehrte Damen und Herren, wann verwende ich das? Hier natürlich im formellen Schreiben, wenn ich diese Person oder auch die Person nenne. Also eigentlich, wenn ich gar nicht richtig weiß, an wen ich schreibe, dann ist das eben diese ganz allgemeine Formulierung, wenn ich es einfach nicht weiß. Wenn die Aufgabenstellung mir, also euch, keinen Namen nennt, ja, dann ist das die Anrede, die ihr benutzt. Wenn die Aufgabenstellung euch einen Namen nennt, beispielsweise Frau Bielow, dann kann ich sagen, sehr geehrte Frau Bielow. Vielleicht nennt sie euch auch einen Mann, dann heißt es, sehr geehrter Herr Berg, zum Beispiel Herr Berg. Ja, und unten als Grußformel schreibt ihr dann immer bitte mit freundlichen Grüßen, dann kommt ja hier euer Vorname und Nachname. Ja, und das ist erstmal so die grobe Form, das Wichtigste. Bei einem halbformellen Schreiben, was bedeutet das? Halbformell heißt schon auch, dass es formell also, ist, insofern auch, dass wir ja auch diese Person oder Personen mit sie anreden. Da steckt das drin, aber halb heißt trotzdem, dass wir diese Person irgendwie kennen, also oder uns vielleicht aus irgendeinem Grund regelmäßig begegnen, wie beispielsweise am Arbeitsplatz der Kollege oder die Lehrerin oder ein Kursleiter. Ja, das ist oft in so eine Art Aufgabenstellung oft verpackt. Und dann schreiben wir, wenn wir wissen, an wen wir schreiben, beispielsweise lieber Herr Bielow, eben an einen Mann, liebe Frau Mond beispielsweise an eine Frau oder auch an meine Kollegen und Kolleginnen, liebe Kollegen und Kolleginnen und zum Schluss hier herzliche Grüße. Das ist auch üblich und das ist einfach dieser halbformelle Stil. Ich bin also im Prinzip, könnte man sagen, so ein bisschen lockerer. Es klingt so ein bisschen freundschaftlicher. Ist aber nach wie vor in der Sie-Form verfasst. Jetzt ist es ja so, dass ihr zwei Themen zur Auswahl habt und sollt euch natürlich entscheiden. Macht das bitte schnell. Und das zweite Thema, das ist jetzt auch eins, das ich hier so ausgewählt habe, das betrifft häufig die Situation, also so eine berufliche Situation. Also beispielsweise ein Schreiben an den Chef. Oder schreiben an die Kollegen oder einen Kollegen oder halt irgendwie so in diesem Bereich. Ne? Thematisch spielt sich das ab. Ich lese jetzt mal die Aufgabe vor und wir überlegen dann gemeinsam, was denken wir jetzt zuerst und wie, in welche Richtung entscheiden wir uns. Die Aufgabe heißt jetzt, für die ihr euch jetzt also entschieden habt, sie sollen am nächsten Dienstag an einer Besprechung mit ihren Arbeitskollegen teilnehmen. Leider müssen sie aber den Chef auf einer Dienstreise begleiten. Schreiben Sie eine Mitteilung,
an Ihre Kollegen. So ist die Aufgabenstellung. Okay, was fällt auf? Ganz klar, die Anweisung steht ja hier. Schreiben Sie eine Mitteilung an Ihre Kollegen. Und das ist, das sind alle Kollegen oder eine Vielzahl, also der Plural. Dann kann ich direkt überlegen, das ist ja die erste Überlegung. Ist das jetzt formell oder ist das halbformell? Was denkt ihr, die Kollegen? Das ist halbformell. Warum? Weil natürlich kenne ich ja die Kollegen und man kennt sich ja. Also man ist sogar wahrscheinlich auch per Du, aber vielleicht auch nicht mit allen. Und deswegen schreiben wir hier diese halbformelle Variante. Außerdem wissen wir ja auch, dass das Format der Schreibaufgabe so ist. Ja? Wir wissen ja immer, müssen wir die Sie-Form verwenden. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon gleich loslegen. Dann sind natürlich wichtig, ich muss mich ja wie immer an diese Leitpunkte halten. Ich habe es mal hier aufgeschrieben. Grund des Schreibens, immer erster Punkt. Dauer der Dienstreise, da wird ja hier von gesprochen, gehen wir gleich drauf ein. Nächster Termin, hier mit Fragezeichen. Und wer kann einen Bericht über die Besprechung schreiben, auch als Frage formuliert. Ja, und das sind die Hinweise für unseren Brief, den wir jetzt gleich zusammen schreiben. Okay, ich soll ja laut Aufgabenstellung an meine Kollegen schreiben. Das ist also der Plural. Und ich habe jetzt hier auch überhaupt gar keinen Namen, also weder Herr sowieso noch Frau dieses oder jenes, sondern eben ganz allgemein ausgedrückt an meine Kollegen. Ich kann das natürlich jetzt eins zu eins so übernehmen und schreiben, liebe Kollegen, kann ich machen. Noch schöner ist es aber in der Anrede jetzt auch die Frauen zu nennen und dann aber auch zuerst zu benennen. Ich habe das jetzt eben, habe ich gemerkt, andersrum dargestellt. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber ich denke, hundertprozentig korrekt wäre es halt so. Also liebe Kolleginnen, das sind ja meine weiblichen Kollegen und Kollegen als Anrede, dann Komma. Hinten bei einem Brief, ich schreibe das jetzt in der Briefform, dann noch der Ort. Wir denken uns jetzt, dass wir in Berlin sind und Komma. Und das Datum, das ist der Tag, der Monat und das Jahr. Gut, jetzt habe ich hier drüber aber auch den Betreff genannt und das ist eigentlich für so berufliche Schreiben auch sinnvoll, denn gerade im beruflichen Alltag, auf der Arbeit, bekommt man ja auch oft Mitteilungen und muss das ständig so sortieren und die Wichtigkeit und so weiter unterscheiden und da denke ich, macht das auch Sinn, dass da ein Betreff genannt wird. Der Betreff sollte auf jeden Fall kurz sein und es steht auch nicht hier vor Betreff, das war früher mal so. Jetzt wird er einfach so wie als Stichpunkt oben drüber gesetzt, also über diese Anrede. Und das Thema ist ja hier die Besprechung am Dienstag und genau so, das steht ja in der Aufgabenstellung, habe ich halt jetzt mal rausgenommen. Man könnte auch schreiben, unsere Besprechung oder man könnte auch einfach schreiben, Dienstbesprechung, das ginge auch. Ja, es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Gut, dann fangen wir damit ja an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt geht das los, das ist übrigens ein kleines L mit leider. Warum? Im Prinzip ist es ja so ein bisschen so eine Art, also Entschuldigung. Und hier ist auch von leider die Rede in der Aufgabenstellung. Hier steht, leider müssen Sie aber den Chef und so weiter begleiten. Gut, das kann ich also insofern auch gut benutzen. Das hilft mir sowieso, immer in die Aufgabenstellung hineinzugehen und zu gucken, welche Formulierungen und welche Wörter werden mir überhaupt auch da präsentiert. Ne? Weil ich kann die natürlich super übernehmen in meinem eigenen Schreiben hier. Ja gut, deswegen habe ich diesen Satz so formuliert. Leider muss ich die Besprechung am Dienstag, so wird die ja hier genannt, absagen, Komma.
Und jetzt nenne ich noch den Grund, denn, ich könnte auch sagen, weil, das ist das Gleiche, nehmen wir jetzt mal hier, denn ich begleite den Chef auf einer Dienstreise. Schön, das habe ich mir überhaupt nicht selber ausgedacht, muss ich auch nicht, das steht in der Aufgabenstellung. Ja, das steht als zweiten Satz. Leider müssen Sie aber den Chef auf einer Dienstreise begleiten. Und das ist das gleiche Verb. Ich nehme hier wen, den Chef, das ist alles hier schon genannt und sogar was auf einer Dienstreise. Ja? Punkt. Damit habe ich auch den Grund des Schreibens genannt. Denn das ist eben genau das und diesen Punkt auch abgehakt. Das reicht. Geht dann direkt weiter hier mit Dauer der Dienstreise. Ja, nächster Punkt, Dauer der Dienstreise. Was heißt Dauer? Das ist ja ein Zeitraum. Dauer ist in der Regel von bis. Also irgendwie, das kann sein 2 Wochen, das können sein 2 Tage. Das kommt darauf an. Ja, es ist aber irgendwie so ein Zeitraum. Das müssen wir wissen. Und wenn ich jetzt hier auch diesen Hinweis in dem Stichpunkt habe, Dauer, kann ich auch das als Verb benutzen in meinem Schreiben und sagen, die Reise, ich könnte jetzt auch schon mal nochmal die Dienstreise schreiben, muss ich aber nicht. Ich kann auch einfach schreiben, die Reise dauert. Ja, das habe ich aus diesem Punkt Dauer, mache ich das Verb dauert. Das ist jetzt Fantasie, 4 Tage. Ich finde das jetzt irgendwie logisch. Natürlich fahre ich jetzt nicht 4 Wochen auf Dienstreise und wahrscheinlich auch nicht einen Tag. Es ist nur so aus dem Gefühl. Ich denke, das ist auch, spielt keine Rolle, auch nachher bei der Bewertung, was ihr da jetzt genau schreibt. Es sei denn, ihr schreibt jetzt 10 Jahre, dann wäre es wahrscheinlich totaler. Dann wäre es nicht sinnvoll. Irgendwie ein paar Tage, ja? Dauert 4 Tage. So dass wir am Donnerstag zurückkommen. Wer ist wir? Das habe ich ja schon gesagt, mein Chef und ich, das sind wir. Ich muss also nicht nochmal schreiben, das wiederholen, mein Chef und ich, habe ich ja hier oben im ersten Satz schon gemacht. Was ich noch sagen wollte, also so das ist schön, kann auch zusammengeschrieben werden. Das steht im Duden so, dass beides gültig ist. Ich schreibe dann in so einem Fall, das gibt es häufiger schon mal, dass Wörter zusammen oder nicht zusammengeschrieben werden können. Aber hier, ihr sammelt ja Wörter. Ihr sollt ja 80 bis 100 Wörter schreiben, also ich sag mal auch zusammenbekommen. Und da bietet sich das natürlich an, daraus dann auch 2 Wörter zu machen. Denn da habt ihr ja schon mal 1 mehr. Ne? Da würde ich auch ein bisschen manchmal drauf achten, wenn ihr daran denkt. Ja gut, also wir haben jetzt diese ersten beiden Punkte und kommen dann gleich zu den nächsten beiden. Wir sind jetzt bei dem dritten Punkt, bei Punkt 3 angekommen hier. Und der heißt nächster Termin, Fragezeichen. Und ganz ehrlich, ich musste da selbst ein bisschen überlegen, was will mir dieser Punkt sagen. Und ich glaube, das kann natürlich auch in der Prüfung immer mal vorkommen. Ja, es ist sicherlich nicht so, dass man immer sofort das Ganze genau versteht. Und dann aber bitte keine Panik, weil... Wie gesagt, also mir geht das jetzt hier so, dass ich nicht so richtig weiß, was ist hier gemeint. Aber ich habe ja immerhin die beiden Stichpunkte nächster Termin. Es geht also um den nächsten Termin irgendwie. Und es ist eine Frage. Und selbst wenn ich jetzt überhaupt keine Idee dazu habe, könnte ich immer noch diesen Satz formulieren. Wann ist unser nächster Termin? Also das wäre immer möglich und ich müsste noch nicht mal verstehen, was es bedeutet. Jetzt habe ich mir überlegt, dass es vielleicht doch so gedacht ist. Ich habe jetzt mal so einen Beispielsatz. Haben wir am Donnerstag, weil ich ja gesagt habe, ich komme Donnerstag zurück,
Ich könnte auch sagen, haben wir nächste Woche, ich muss das jetzt nicht auf diesen Tag beziehen, aber ich habe es mal gemacht, haben wir am Donnerstag den Termin, also den ich mit den Kollegen zusammen habe, also unseren nächsten Termin. Ja, da habe ich es wieder, nächster Termin hier genannt, mit Fragezeichen. Bitte informieren Sie, das sind alle Kollegen, mich noch darüber. Ich habe es einfach nochmal dazu gesetzt, damit ich noch mehr Wörter habe. Warum auch? Weil ich habe gezählt und bin hier bei 37 gewesen. Ich soll aber auf mindestens 80, am besten ein bisschen über 80 kommen. Und das sagt mir dann schon, dass wenn ich noch 2 Punkte habe, dass da schon noch 2 Sätze mindestens pro Punkt kommen müssen, sonst schaffe ich vielleicht nicht 80 Wörter zu schreiben. Ja, so habe ich das jetzt mir gedacht. Und wenn ich 2 Sätze schreibe, da kann ich von ausgehen, dass das hinkommt. Gut, insofern habe ich diesen Punkt dann auch abgehakt, nächster Termin. Und dann geht es weiter mit dem letzten Punkt, der heißt hier, wer kann einen Bericht über die Besprechung schreiben? Gut, das finde ich jetzt zum Beispiel wieder sehr eindeutig und da kann man eigentlich auch ein bisschen mit Fantasie was zu draus machen in der Mitteilung. Jetzt habe ich hier geschrieben, das ist jetzt wieder in dieser Farbe geschrieben, damit das deutlicher wird für euch. Ich bedanke, ach nee, sorry, ich bin verrutscht, es geht hier weiter, genau. Es wäre, da kommt jetzt auch der Konjunktiv zweimal, ganz wichtig. Es ist wirklich gut, wenn der einmal in diesem ganzen Schreiben auftaucht. Und meistens passt es auch irgendwo rein. Es wäre gut, wenn jemand einen Bericht über die Besprechung schreibt. Ich könnte auch sagen, schreiben könnte. Weil ich aber jetzt hier auch schon den Konjunktiv 2 habe, reicht es auch, wenn ich den einmal in einem Satz einfüge oder unterbringe. Teilen Sie mir bitte mit, wer dies machen könnte. Jetzt habe ich es eben hier mal formuliert mit könnte. Und habe damit auch diesen Punkt, wer kann einen Bericht über die Besprechung schreiben, bearbeitet. Jetzt ist es so, ich habe jetzt durchgezählt und merke, oh, ich bin ja noch gar nicht bei 80 Wörtern, das ist aber nicht so gut. Ich habe ja noch den Schlusssatz. Ja, das passiert natürlich ganz oft. Man kann ja nicht immer, man hat ja nicht die ganze Zeit, man ist ja keine Zählmaschine. Und da kommt es vielleicht auch schon mal vor, dass man denkt, ah, jetzt wäre gut noch 10 Wörter zu haben, damit ich auf diese 80 komme. Das ist jetzt zum Beispiel hier der Fall. Und ich habe auch gar keine Zeit, da jetzt noch wieder irgendwas neu zu schreiben. Das ist auch nicht nötig. Wenn die Situation so kommt, dann schreibt ihr einfach den Schlusssatz, denn ihr sollt auch einen Schlusssatz formulieren, dann schreibt ihr eben diesen Schlusssatz ein bisschen ausführlicher. Das geht ja auch. Ja, und deswegen habe ich das hier auch gemacht. Der Schlusssatz fängt hier an. Ich bedanke mich im Voraus. Passt übrigens immer gut bei so geschäftlicher oder auch beruflicher Korrespondenz. Wird übrigens so geschrieben, großes V, dann ein R. Also ich bedanke mich im Voraus, also jetzt schon, und wünsche allen, ich könnte auch schreiben, wünsche Ihnen, aber allen ist jetzt auch noch so ein bisschen netter formuliert, ein schönes Wochenende. Ja, ich mir jetzt mal ausgedacht, ich könnte auch schreiben und wünsche allen eine schöne Woche. Ja, es ist einfach nur so, dass ich einfach noch mal was Nettes sagen möchte zum Schluss an meine Kollegen und das so ein bisschen abrunden möchte, mein Schreiben. Dann kommt, jetzt habe ich auch meine Zahl erreicht, bin jetzt hier über 80 und da wollte ich ja auch hinkommen. Jetzt kann ich dann auch gut zum Ende kommen. Herzliche Grüße haben wir gesagt, wenn wir halbformell uns ausdrücken. Vorname, hier Martin, Globus, der Nachname. Und damit bin ich fertig. Ja, und ich hoffe, ihr kommt damit ganz gut zurecht. Wünsche euch viel Glück bei der Prüfung und alles Gute. Bis dann.